Hast du schon mal in einem Bewerbungsgespräch gesessen und die Leute haben gesagt, okay, aber wie viel Erfahrung haben sie denn eigentlich? Und du hast dir gedacht, so, ich bin hier für den Job, um Erfahrung zu sammeln? Also, wenn das dir bekannt vorkommt und du dir denkst, super, wie soll ich denn jetzt mit Erfahrung werben, wenn ich die noch gar nicht habe? Wenn du jetzt gerade zur Millennial-Generation gehörst und dir denkst, okay, ich habe Bock auf einen Führungsjob, ich habe Bock, Verantwortung zu übernehmen, dann bleib jetzt dran. Hi, mein Name ist Laura Klimitzki, ich bin bekannt als die Münchner Psychologin und seit über 7 Jahren helfe ich High-Performern dabei, Führungskräftepositionen in allen möglichen Positionen und Branchen zu bekommen. Und ja, ich rede hier von Regierungsposten, über Konzerne, über mittelständische Unternehmen bis hin zu kleinen Unternehmen. Wenn du also Bock hast, Führungskraft zu werden, dann ist das, was ich jetzt sage, für dich. Seien wir doch mal ehrlich, das Problem, was du oft hast, wenn du dich bewirbst, du bist Ende 20, du bist Anfang 30 und du hast endlich Bock, deine erste Teamleiterposition zu haben. Natürlich werden dich die Leute fragen, okay, und mit welcher Erfahrung kommst du jetzt hier rein? Was kannst du bieten? Warum sollten wir dich jetzt nehmen? Warum sollten wir dir 4, 5, 6, 10 Leute direkt anvertrauen, die du führen sollst? Ja, was legitimiert dich eigentlich dazu? Jetzt natürlich die Frage, was kannst du da sagen? Denn Fakt ist, in der Regel hast du als frisch gebackene Führungskraft keine Führungserfahrung, sonst wärst du ja schon Teamleiter, wenn wir mal ehrlich sind. Und genau hier müssen wir mal gucken, wie wir hier rauskommen, weil ansonsten beißt sich die Katze in den Schwanz. Punkt Nummer 1. Wenn es darum geht, dass die Leute dich fragen, ob du Führungserfahrung hast, dann meinen sie damit nicht unbedingt, und das ist wichtig zu verstehen, ob du schon mal ein Team wirklich disziplinarisch in einem Unternehmen geleitet hast. Sie wollen einfach nur sehen, ob du die Kompetenz dazu hast. Hast du also das Zeug dazu, Leute zu leiten? Hast du das Zeug dazu, auch wirklich die Verantwortung zu übernehmen? Gehst du unter dem Druck unter oder kriegst du das mehr als gut gebacken? Darum soll es heute hier gehen. Was kannst du also tun, wenn dich jemand fragt in einem Bewerbungsgespräch, okay, wie sieht es denn jetzt aus? Haben Sie Führungserfahrung? Haben Sie eine Kompetenz, die Sie nachweisen können? Ich gebe dir jetzt hier 7 ganz konkrete Tipps mit, was du tatsächlich sagen und aus dem Hut zaubern kannst, wenn es darum geht zu zeigen, dass du es doch drauf hast. Und zwar auch ohne schon mal in einem Konzern ein Team geleitet zu haben. Kommen wir zum ersten und tatsächlich anwendbaren Tipp. Seien wir mal ehrlich, das Erste, was du machen kannst, ist auch wirklich spontan und einfach mal zu überlegen, wo hast du denn schon mal Verantwortung für andere übernommen? Und hier meine ich sowas wie die Familie, ein Ehrenamt, du bist ein Volleyball-Teamplayer, du leitest eine Fußballmannschaft, du trainierst die Jugendmannschaft im Schwimmen. Ist mir total egal, was das genau ist. Hast du tatsächlich schon mal die Verantwortung freiwillig und proaktiv für andere Menschen übernommen? Und wenn ja, wann und wo war das denn? Hast du gezeigt, dass du tatsächlich jemand bist, der Lust hat, auch zu sagen, okay, ich übernehme mal eine ganze Gruppe, ich leite die von A nach B, ich kriege die also zu einem Ziel hin und das auch noch nachweislich erfolgreich, dann ist das der erste Tipp, den du bitte aus dem Hut zauberst. Ja, geh mal bitte die Beispiele durch, die dir jetzt einfallen und überleg, ob du nicht in deinem Ehrenamt oder irgendwann schon mal im Laufe der letzten 5 Jahre, meinetwegen im Laufe der letzten 10 Jahre, schon mal Verantwortung proaktiv für ein Team übernommen hast. Punkt Nummer 2. Die Leute wollen wissen, ob du grundsätzlich auch lösungsorientiert bist. Lösungsorientiert ist eine Fachkompetenz, die einfach jede Führungskraft braucht. Kannst du, wenn man dir irgendwas hinwirft, auch daraus eine Lösung basteln? Und wenn ja, wie? Was die Leute hören wollen, ist eine Story. Ja, bitte langweil dir jetzt nicht mit aneinandergereihten Exemplaren von irgendwelchen Zertifikaten, die du in Deutschland ausgegraben hast. Es geht darum, dass man wissen will, hast du die Eigenschaft, hast du das Zeug zum Leader? Kannst du tatsächlich in einer Situation, die vielleicht verzwickt ist, auch Leute aus der verzwickten Lage rausführen und hast du dafür vielleicht eine Lösung parat? Wenn dir jetzt keine spontan einfällt, dann bleib bis zum Ende des Videos dran. Vielleicht kann ich dir dann noch mal einen Extra-Tipp geben. Nächster Punkt und damit zum dritten Tipp. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist die Fachkompetenz. Es geht also auch darum zu zeigen, okay, bist du in der Lage, dich schnell in Themen hineinzuarbeiten? Bist du in der Lage, auch die Übersicht zu behalten? Hast du das schon mal bewiesen? Keine Ahnung. Beispielsweise hast du irgendein spezielles Ehrenamt mal übernommen und musstest dich innerhalb von kürzester Zeit reinarbeiten, reinfuchsen, auf einmal verstehen, wie es funktioniert und innerhalb von kürzester Zeit auch abliefern. Geiles Beispiel, geile Story dafür, dass du es grundsätzlich drauf hast, schnell und gut Dinge aufzufassen und sie umzusetzen. Denn was sucht man in einer Leadership-Position? Natürlich jemanden, der executen kann, also jemand, der wirklich auch ins Doing kommt. Die beste Theorie hilft dir nicht, wenn du sie nicht umsetzen kannst und die PS nicht auf die Straße bekommst. Wir kommen zum vierten Tipp. Natürlich geht es auch darum, dass du in den Hut reingreifst und zeigst, okay, ich kann Dinge lösen und zwar nicht nur auf die Art und Weise, wie sie normale Menschen lösen, sondern ich finde auch innovative Lösungen für Probleme, wo andere Menschen vielleicht verzweifelt wären.
Egal, was dir da einfällt. Und dabei kann es auch eine Story sein, wie du den 60. Geburtstag deiner Großmutter gerettet hast, obwohl alle wussten, der Kuchen ist im Eimer. Ja, der Kellner hat es versaut, der Kuchen ist irgendwie umgefallen und alle denken, okay, das war's mit der Party und du hast es trotzdem gelöst. Dann ist das ein Beispiel, womit du zeigen kannst, dass du die Fähigkeit besitzt, entspannt zu bleiben, obwohl alle gerade gestresst sind. Und glaub mir, das ist eine Fähigkeit, die man grundsätzlich sucht, wenn es darum geht, dir Verantwortung für andere Menschen zu geben. Trommelwirbel, wir kommen zum fünften Tipp. Unternehmerische Kompetenz ist auch etwas, was man wissen will und was gefragt ist. Jetzt denkst du dir, okay, toll, Laura, was ist unternehmerische Kompetenz? Unternehmerische Kompetenz bedeutet, dass wenn man dir ein Team gibt, dass du nicht nur im Silo denkst, sondern dass du auch überlegen kannst, okay, wie können wir eine Lösung finden, die nicht nur für mein eigenes Team, sondern auch für das Team rechts und links von mir wirklich gewinnbringend ist. Wie kannst du es schaffen, dass nicht nur dein eigenes Team toll dasteht, weil super, ganz ehrlich, das machen viele Leute, das können auch viele, sondern wie kannst du zeigen, dass du auch mal über den Tellerrand hinausdenken kannst? Was meine ich damit? Es geht darum, dass du vielleicht schon mal ein Problem gelöst hast, was nicht nur dich betrifft, vielleicht auch nicht nur deinen Jahrgang, vielleicht in der Uni auch nicht nur dich selber betroffen hat, sondern eine ganze Gruppe von Studenten. Das wäre ein geiles Beispiel, wo du zeigen kannst, hey, wenn ich eine Lösung finde, dann suche ich nach einer ganzheitlichen Lösung. Und ich überlege auch, was das Beste ist für die gesamte Gruppe. Und zwar nicht nur für mein kleines Tech-Team, sondern auch für die Leute rechts und links, die in das gleiche Ziel hineinarbeiten. Was bringt es dir, wenn du das coolste Team führst, aber rechts und links die Leute absaufen? Wenn du nicht zeigen kannst, dass du unternehmerisch denken kannst, wirst du tatsächlich in diesem Bewerbungsgespräch untergehen. So, schauen wir uns den nächsten Tipp an. Führungskompetenz grundsätzlich habe ich, glaube ich, schon erklärt, aber ich meine, du hast verstanden, um was es geht. Du musst halt erklären, okay, habe ich Führungskompetenz schon mal bewiesen, ja oder nein? Und selbst wenn es nur darum geht, dass du schon mal auf deinen kleinen Bruder aufgepasst hast, ist das schon mal besser als gar keine Führungskompetenz. Wenn du also schon mal auf eine Katze aufgepasst hast und sie ist danach gestorben, bitte erwähne das nicht, weil das ist kein gutes Beispiel für, ich habe Verantwortung für ein Lebewesen übernommen und es war danach tot. Also Dinge, die du einfach mal weglässt, aber das ist nochmal ein ganz eigener Inhalt für ein ganz eigenes Video. Gucken wir uns an, was wirklich noch hilft, die zwei letzten Punkte, und damit kommen wir am Ende auch nochmal zu einem Extra-Tipp. Die Leute wollen sehen, dass du kommunizieren kannst. Die Leute wollen sehen, dass du die Fähigkeit hast, Leute auch zu überzeugen, Leute zu begeistern von dir. Wenn du also dabei bist, abzulesen, Stichpunkte zu machen und nicht frei sprechen kannst, dann ganz ehrlich ist das das Erste und Wichtigste, was du üben solltest. Denn souverän dich selbst auch präsentieren zu können, wirklich zu zeigen, dass du ein cooler Typ bist, dass du eine coole Frau bist, dass du auch das Zeug hast, entspannt zu bleiben. Auch dann, wenn das ganze Spotlight auf dich ist und tatsächlich drei, vier Leute zugucken und schauen, okay, kommst du und schwitzen, ja oder nein? Oder besorgst du dieses Bewerbungsgespräch? Dann geht es darum, dass du hier, wenn du das noch nicht kannst, auf jeden Fall Nachholbedarf hast. Und last but not least, natürlich ist es immer noch interessant zu sehen, ob du auch wortwörtlich über die Grenzen geguckt hast. Hast du Auslandserfahrungen? Hast du in irgendeiner Form auch was erlebt, was vielleicht ungewöhnlich war? Bist du eine Extrameile gegangen? Hast du einen Schein, den ansonsten keiner hat? Hast du ein besonderes Hobby? Was ist dein USP am Ende des Tages? Und ich habe es dir ja versprochen, wenn es darum geht, noch einen Extra-Tipp zu bekommen, dann gebe ich dir den total gerne. Dafür musst du nur eine einzige Sache tun. Du gehst auf www.diemuenchenerpsychologin.de/termin und trägst dich jetzt ein für dein kostenloses Erstgespräch. Was wir dann machen ist, gemeinsam mit meinem Team finden wir dann heraus, ob wir dir helfen können und wie wir dir helfen können, deine erste Führungsposition innerhalb der ersten 3 bis 4 Monaten tatsächlich auch zu bekommen. Und vielleicht bist du jetzt skeptisch, aber wir haben genug Beweise und können dir tatsächlich zeigen, dass es möglich ist. Wenn du also Bock hast, Verantwortung zu übernehmen, wenn du Lust hast, Führungskraft zu werden und das nicht innerhalb von 5 Jahren, sondern in den nächsten Monaten, I'm happy to help und ich würde mich total freuen, dich und deinen Case besser kennenzulernen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und du hast die ersten Tipps und Tricks verstanden, was du wirklich brauchst, um wirklich eine Führungsposition zu bekommen, um zu überzeugen, um zu zeigen, dass du grundsätzlich das Zeug dazu hast. Wenn wir dir dabei helfen können, freue ich mich, dich demnächst persönlich zu sehen. Deine Laura.